Routinen. Sie sind es, die das Leben von Persönlichkeiten wie Elon Musk oder Jeff Bezos bestimmen. Und Routinen liegt eine gewisse Faszination inne. Elemente dieser Routinen in den eigenen Alltag zu integrieren, das verspricht auch vielleicht seinen eigenen Zielen näher zu kommen. Doch anstatt in den Alltag eines Tech-Milliardärs zu schlüpfen, interessiert mich eine ganz andere Persönlichkeit, die wahrscheinlich für viele von euch der Endgegner im Deutschunterricht war. Richtig. Ich spreche von Johann Wolfgang von Goethe. Ja, das stimmt. Auch ich habe mich im Deutschunterricht durch den Faust boxen müssen. Aber dadurch, dass ich jetzt mein Trauma langsam hinter mir lassen konnte, konnte ich mich auch mehr mit keinem geringeren als einem der wichtigsten deutschen Dichter und Denker auseinandersetzen. Goethe ist mir bei meinen Wanderungen im Harz auch ganz oft begegnet und hat da tatsächlich einen großen Eindruck bei mir hinterlassen. Alleine, was er über die Natur geschrieben hat und die Berge, das hat tatsächlich immer einen Nachhall bei mir erzeugt. Goethe weilt mittlerweile schon 190 Jahre nicht mehr unter uns und trotzdem sind auch seine Werke heute noch von großer Bedeutung. Wie hat er das geschafft? Was war Goethe für ein Mensch und wie ist er eigentlich morgens aufgestanden? Und die wichtigste Frage, was können wir vielleicht heute noch von Goethe lernen? Zeit, einmal zu leben wie Goethe. Ein intrinsisch motivierter Mensch. Ich bin hier gerade in Südostasien unterwegs, also es wird auf jeden Fall eine spannende Sache, das mal auszuprobieren, zu leben wie Goethe in so einem tropischen Klima. Aber es macht es auch spannend, weil ich bin ja hier gerade auf Reisen und mal ein bisschen Routine in den Alltag zu kriegen für einige Tage. Da habe ich gerade richtig Bock drauf. Ich glaube, dass wir viel von Goethe lernen können und ich habe auch schon bei meinem Besuch von Goethes Haus in Weimar vor einigen Wochen gemerkt, dass da durchaus eine spannende Person hintersteckt, die wir uns einmal anschauen sollten. Goethe war viel mehr als nur Dichter. Er war unter anderem Jurist, Minister und Naturforscher. Um Goethe noch ein bisschen besser kennenzulernen und einen wirklich tieferen Einblick in seine Person zu erhalten, spreche ich mit Dr. Margret Glaser von der Klassikstiftung Weimar, die sich schon seit inzwischen 7 Jahren mit Goethes Tagebüchern auseinandersetzt. Die meisten von uns stellen sich Goethe vermutlich wie jemanden vor, der durch die Natur spazierte und dabei Einfälle für neue Dichtungen bekam. Es war ein wirklich strukturierter und sehr geregelter Tagesablauf, der bis auf wenige Ausnahmen immer gleich war. Er ist sehr zeitig aufgestanden, in Weimar in der Regel früh morgens um 6. Dann gab es ein sehr kleines Frühstück, also wirklich nicht, kein opulentes Frühstück. Goethe hat, was er immer gemacht hat, er hatte immer solche Agenda-Listen. Heute würden wir sagen To-Do-Listen. Also es gab immer solche Listen, was muss abgearbeitet werden und das wurde auch konsequent abgearbeitet. Also das heißt, er war kein Aufschieber. Okay, sind wir mal ehrlich. Dinge zu erledigen, das kann sich schon ziemlich gut anfühlen. Trotzdem muss man sagen, ist es wahrscheinlich so schwer wie noch nie zuvor, nicht zu prokrastinieren. Und damals vor 200 Jahren, da wird es wahrscheinlich ein bisschen einfacher gewesen sein, wenn man nicht 500 Tabs gleichzeitig offen haben konnte. Die Hauptmahlzeit war mittags. Das war also allerdings nicht wie heutzutage bei uns in Mitteleuropa mittags so gegen 12 oder 13 Uhr, sondern Mittagessen fand gegen 14 oder 15 Uhr statt, also sehr spät. Und das war aber in der Regel eine opulente, mehrgängige Mahlzeit. Das Frühstück, das ist jetzt schon 6 Stunden her. Und es ist jetzt endlich 14 Uhr, sodass es jetzt ein richtig schönes, deftiges Mittagessen hier gibt. Da freue ich mich schon richtig drauf. Am Nachmittag gab es immer entweder einen Spaziergang oder eine Spazierfahrt. Also im Alter dann mehr eine Spazierfahrt. Goethe hatte eine eigene Kutsche und ist dann mit der immer eine bestimmte Route in Weimar abgefahren. Okay Leute, in Laos, da sieht die Kutschenfahrt etwas anders aus. Abendessen gab es nicht. Also ich habe den Eindruck, es ist fast so, es gab so Lebensregeln von einem jener Arzt Hufeland, der also so Regeln aufgestellt hat, wie man besonders gesund lebt.
Und ich glaube, es ist so eine Art Intervallfasten. Also es gab eine große Mahlzeit am Tag und also abends wurde in der Regel nichts mehr gegessen. Ich bin jetzt hier mitten auf einem Market und hier gibt es super viel geiles Essen, was ich eigentlich probieren könnte, aber ich darf nicht. Eines der wichtigsten Konzepte von Goethe war das des lebenslangen Lernens. Nach der Schule hätte man nicht ausgelernt. Um neue Herausforderungen und Problemstellungen zu bewältigen, bedürfe es Lernen. Und das ein Leben lang. Sein Rezept dazu klingt nicht allzu überfordernd und sollte auch für uns heute noch gut machbar sein. Man soll alle Tage wenigstens ein kleines Lied hören, ein gutes Gedicht lesen, ein treffliches Gemälde sehen und, wenn es möglich zu machen wäre, einige vernünftige Worte sprechen. Johann Wolfgang von Goethe. Ein großer Lehrer für Goethe war zudem die Natur. Natur hatte wirklich eine große Bedeutung, natürlich eine größere Bedeutung als für Menschen heute. Also der Kontakt zur Natur war einfach auch noch viel unmittelbarer und man war von den Gewalten der Natur auch noch viel mehr beeinflusst natürlich, als wir das heute sind. Also wenn es kalt war im Winter, dann hat man eben nur ein Zimmer geheizt. Das heißt, es spielte sich alles in einem Zimmer ab. Wenn er da rausgegangen ist, was hat ihm das gegeben? Soweit ich das einschätzen kann, wirklich inneren Frieden. Und um diesen inneren Frieden zu bewahren, sollten wir uns auch nicht zwingen, jeden Tag maximal produktiv sein zu müssen. Das Nichtstun zu begrüßen, das ist das Konzept des Müßiggangs. Mein Rat ist daher, nicht zu forcieren und alle unproduktiven Tage und Stunden lieber zu vertändeln und zu verschlafen, als in solchen Tagen etwas machen zu wollen, woran man später keine Freude hat. Johann Wolfgang von Goethe. Es gab ja auch viel Unkreatives, was er getan hat, was jetzt nicht unbedingt einen inneren Flow benötigte, wie eben zum Beispiel Dichtung, sondern die wissenschaftliche Beschäftigung mit bestimmten Themen, die ist nicht immer kreativ. Die ist manchmal auch einfach nur ein Abarbeiten von Dingen und ein Systematisieren und ein Beschäftigen mit bestimmten Vorgängen, sodass man das auch gut in einem kreativen Loch erledigen kann. Und das hat er, glaube ich, gut gekonnt. Unproduktive Phasen auch einfach passieren zu lassen und ertragen zu können, davon war Goethe überzeugt. Und das finde ich aus einem bestimmten Grund spannend. Und zwar, ich kann das nicht. Ich kann das nicht so gut, Dinge liegen zu lassen und das rührt vor allem daher, dass ich mich weniger wert fühle, wenn ich gerade nicht irgendeiner Tätigkeit nachgehe. Was meine ich mit Tätigkeit? Ich meine nicht nur Arbeit, sondern das kann auch Haushalt sein, das kann auch Routinen sein, wie Yoga, Sport, die du so in den Alltag einbaust. Und wenn ich quasi nichts mache, dann fühle ich mich da irgendwie weniger wert. Und ich weiß, das ist ein Thema, an dem arbeite ich schon länger. An dem möchte ich auch besser werden und vorankommen, dass ich also auch mal nichts tun kann und mich dabei absolut gut fühlen kann. Und ich mir das auch nicht verdienen muss, eine Auszeit oder mich gut zu fühlen. Es kann auch einfach sein, ohne dass ich mir das erarbeite. Und deswegen regt mich hier das Experiment auf jeden Fall nochmal an, genau das weiter zu vertiefen. Ich weiß nicht, wie geht's euch? Habt ihr auch manchmal das Gefühl, dass ihr irgendwas tun müsstet, wenn ihr gerade nichts tut? Schreibt das gerne mal unten in die Kommentare, das würde mich interessieren. Vielleicht ist das ja auch einfach der internalisierte Kapitalismus in uns. Heute propagieren viele Self-Help-Autoren und Coaches Follow Your Passion. Und ich glaube, da ist auch gar nicht so viel falsch dran. Wenn du schon weißt, was deine Leidenschaft ist, dann sollst du ihr natürlich folgen. Aber was, wenn du noch nicht so richtig weißt, was deine Leidenschaft ist? Dann, glaube ich, hilft es vor allem, sich oft einfach auch ins Doing zu stürzen. Frau Glaser hat da ein sehr interessantes Beispiel auch für Goethe und seine Interessen. Zum Beispiel gehörte es zu seinen Aufgaben, sich mit dem Bergbau in Ilmenau zu beschäftigen. Goethe hatte keine Ahnung vom Bergbau. Dann hat er sich also im Rahmen seiner Tätigkeit damit beschäftigen müssen, hat also versucht, diesen Bergbau in Ilmenau wieder zu beleben. Das hat alles nicht geklappt, aber daraus, aus dieser Beschäftigung, kam dann tatsächlich ein Interesse für Gesteine, für Mineralien. Und er fing dann also an, Mineralien zu sammeln und hat sich damit sehr, sehr intensiv beschäftigt, hat eine sehr große Mineraliensammlung. Gut, ich habe jetzt zwar keine Mineralsammlung zu Hause, aber ich habe die letzten Jahre unheimlich viele Videos und Filme schon gedreht, seitdem ich 14 bin. Und das ging los mit einem kleinen Tablet. Und da wusste ich auch nicht, dass ich unbedingt Filmemacher werden möchte, Video-Creator, sondern
Ich habe einfach dieses Tablet gesehen, das Programm darauf, oder konnte man Videos schneiden, und ich bin dann ins Tun gekommen. Und so habe ich diese Leidenschaft erst für mich entdeckt. Und deswegen kann ich das sehr, sehr gut verstehen, wie man manchmal sich einfach irgendwo reinstürzen muss, erstmal eine neue Welt erkunden muss, um dann auch eine Leidenschaft zu entwickeln. So, was nehmen wir aus dem Experiment im Kern mit? Nehmen wir mal an, Goethe würde heute ein Self-Help-Buch schreiben und da seine Top 5 Rules for Life veröffentlichen. Wie würden die wohl lauten? Vermutlich wären seine Top 5 Tipps: Erstens, mach dir zu Beginn des Tages eine To-Do-Liste. Zweitens, lerne jeden Tag etwas Neues. Drittens, forciere nichts und lass alle unproduktiven Tage und Stunden unproduktiv sein. Viertens, geh raus in die Natur. Fünftens, Begeisterung entsteht im Tun selbst. Aber hier am Ende, nach diesen 5 Tipps, nochmal kurz der Disclaimer, den auch Frau Glaser in unserem Gespräch herausstellt. Goethe kam ausgesprochen begünstigt in diese Welt und hat in dieser Welt gelebt. Und insofern ist es natürlich für einen Großteil der Weltbevölkerung heute schwierig, sich mit Goethe zu vergleichen. Und man kann bei Goethe nicht sagen, du musst nur wollen, du kannst alles schaffen, vom Tellerwäscher zum Millionär. Dafür taugt Goethe nicht. Also, Goethe hatte das Privileg, sich mit allen möglichen Themen auseinanderzusetzen, die ihn interessieren und begeistern. Und das ist auch 190 Jahre später noch nicht allen Menschen möglich. Und ich frage mich, wenn man das Gedankenexperiment einfach mal weiterführt, was wäre, wenn jeder Mensch die Möglichkeit hätte, ein solides finanzielles Polster zu haben, ne? Nicht Reichtum à la Goethe, aber ein solides Polster, mit dem man über die Runden kommt und sich jeder Mensch mit dem Thema und mit den Themen auseinandersetzen kann, die ihn begeistern. Was wäre das für eine Welt? Während ich von dieser Welt träume, setze ich meine Reise durch Südostasien fort. Jetzt kann ich endlich wieder ausschlafen. Okay, meine Lieben, das war das Experiment. Eine Woche Leben wie Goethe. Ich habe sehr viel gelernt, ich habe sehr viel mitgenommen, indem ich einfach mal in diese Persönlichkeit geschlüpft bin. Ich hoffe, du konntest für dich auch was mitnehmen, für deinen Alltag. Und ja, ich werde auf jeden Fall nochmal in eine andere spannende Person schlüpfen und mir die Routine mal anschauen. Und wenn du dann dabei sein möchtest, stell auf jeden Fall sicher, dass du den Kanal abonniert hast und auch die Glocke aktiviert hast. Und dann sehen wir uns schon ganz bald im neuen Video wieder. Ich freue mich. Bis dann, dein Dennis.